Endstation Wittelsbacher Brücke. Geschätzte rund 1000 Obdachlose von 9000 Wohnungslosen leben in München. Seit 2011 hat sich die Zahl der Wohnungslosen verdreifacht, Tendenz steigend. Unkontrolliert leben, nachdem 2004 das sogenannte Wohnraumaufsichtsgesetz abgeschafft wurde, in München viele in prekären Wohnverhältnissen. Das sieht dann eben halt so aus, dass sie in abbruchreifen Häusern leben, ja, dass sie horrige Mieten dafür zahlen müssen, dass sie vielleicht wild campieren oder noch viel schlimmer teilweise, dass sie bei Bekannten und Freunden einen Schlafplatz haben, aber diese sogenannten Bekannten und Freunden nutzen sie nur aus. Das ist auch häufig bei Frauen anzutreffen. Die haben dann dort eine Schlafecke in der Wohnung und erbringen dann irgendwelche Dienstleistungen, ja, putzen, kochen bis hin zu sexuellen Dienstleistungen. Nachdem SPD-Ministerpräsidenten Spitzenkandidatin Natascha Kohn gestern in München die Ergebnisse der Sondierungsgespräche vor allem zum Thema Wohnen vorstellte, reagiert nun die Innere Mission brüskiert und fordert etwa für den sozialen Wohnungsbau jährlich 10 Milliarden Euro bundesweit. Nicht nur durch die Förderung von Investoren für die soziale Bindung von Wohnraum, sondern zentral ist, dass die öffentlichen Gebietskörperschaften aller Ebenen, Bund, Land und Kommunen selber investieren und damit die dauerhafte Bindung von Wohnraum an soziale Kriterien garantieren und damit bezahlbarer Wohnraum wieder zunimmt und nicht mehr weiter abnimmt, wie es aktuell der Fall ist. Die Mietpreisbremse ist übrigens nicht im Sondierungspapier, abgesehen davon, dass sie in München ohnehin nicht funktioniert. Keiner, der hier in München eine Wohnung mietet oder mieten möchte, wird seinen zukünftigen Vermieter also darum bitten, ihm den letzten Mietvertrag auf den Tisch zu legen. Dann kann man sich ausrechnen, dass er wahrscheinlich gar nicht die Wohnung bekommt. Gordon Bürg fordert beim Thema bezahlbaren Wohnraum mehr Verantwortung von den umliegenden 8 Münchner Landkreisen. Selbst will man für langjährige Wohnungslose unterstütztes Wohnen ausbauen. In Pasing soll in Zusammenarbeit mit der Stadt ein sozial betreutes Wohnhaus entstehen. Da geht es uns eigentlich darum, die Leute langfristig zu unterstützen. Sie sollen einen eigenen mietvertraglichen Raum haben in diesem Wohnhaus, aber, und das ist eben halt das Neue bei diesen sozial betreuten Wohnhäusern, die Betreuung, ob das nun im gesundheitlichen Bereich ist oder ob das nun im Sozialbereich ist, die soll im Haus vor Ort sein. Weitere Ansatzpunkte: leere Wohnungen besser nutzen, Nachverdichtung in München oder der Abbau von baurechtlichen Vorschriften, wenn es etwa darum geht, Gewerbeflächen in Wohnraum umzustrukturieren.